Hallo Freunde, jetzt möchte ich das Licht mal im Dunkeln testen. Also so sieht das Rücklicht im Stehen aus, bei Nachtmodus, also ist auf jeden Fall schon recht hell. So sieht das Vorderlicht aus. Also ich muss ehrlich sagen, ich selbst kann kaum reinschauen. Und ja, man kann es auch zeigen. Was ich cool finde, ist es jetzt immer noch an den USB-Stecker angesteckt von dem Fahrrad. Und das zeigt an, der Akku ist vollgeladen. Der Akku von der Lampe ist komplett vollgeladen. Mal sehen, wenn ich jetzt das einmal rausnehme, was dann passiert. Ja, zeigt er immer noch voll an. Okay. So, jetzt zu der Beleuchtung. Das müssen wir einmal separat anschauen. Also wie man deutlich sehen kann, wenn ich das Lenkrad schwenke, schwenkt auch der Lichtkegel. Jetzt glaube ich auch, dass es die höchste Stufe ist, weil der scheint hier zwischen 3 und 4 zu variieren. Wir können ja mal schauen, was passiert, wenn ich... Also. So, einmal drauf drücken. Das sollte eigentlich die 60 Lux Variante sein. Zweimal bei die 30, dreimal die 15. Nee, zweimal bei die 60, dreimal bei die 30, viermal bei die 15. Genau, und fünfmal war aus. Einmal war, dass er sich selbst justiert. Das heißt, je nachdem, für wie dunkel er es hält. Das kann man auch sehen. Das ist jetzt maximal. So, wenn wir zweimal drauf drücken, dann wird er uns die ganze Zeit maximal unterstützen. Genau, so war das. Und so sieht der Lichtkegel aus. Also das ist schon recht ordentlich, denke ich mal. Jetzt werde ich einfach mal fahren und dann könnt ihr mal beobachten, wie das im Dunkeln so ist. Es ist jetzt nicht komplett dunkel im Wald, aber es ist schon recht dunkel. Aber man sieht schon, also die Kamera ist natürlich jetzt recht schwierig. Jetzt bin ich in einer Lichtung, hier ist schon einiges heller auf einmal. Das ist natürlich für die Kamera schwierig, gegen das Licht anzuspielen. Und mit den Scheinwerfer zu vergleichen. Aber man kann das, denke ich mal, auch schon gut an den Bäumen sehen. So. Gleich sind wir in einem etwas dunkleren Bereich. Dann sollte das man auch etwas mehr sehen. Also sag mal, es ist jetzt keine, mal etwas langsamer. Es ist jetzt keine China-Taschenlampe in dem Sinne, dass man. Es gibt Taschenlampen, die haben ja, was weiß ich, 300, 500 Lux, ne? Also in Deutschland verboten für den Straßenverkehr. Im Wald machen die aber natürlich Licht, das ist unglaublich. Ja? Aber ich denke mal, für den
Siehst du? Ja. Also leider sieht man wirklich nur die Ausleuchtung durch den Scheinwerfer, aber nicht unbedingt das Ganze drumherum. Das sieht man in der Kamera viel zu wenig. Schade. Ja, mein Fazit, es ist jetzt, wie gesagt, kein Superstrahler, aber es leuchtet vollkommen gut aus. Man sieht alles. Also ich finde das absolut in Ordnung. Was natürlich auch gut funktioniert hat, fand ich, das hat man leider zu wenig gesehen. Ich mach das mal aus. Auf erste Stufe. Und zwar jetzt sieht man, dass das Ganze immer hin und her schwenkt. Das heißt, es sucht sich wirklich die bestmögliche Stufe zum Beleuchten aus. Und ich fahre gleich mal zurück. Ich habe jetzt nicht die größte Freude, hier im Wald rumzufahren. Und wir schauen mal, da vorne war ein Scheinwerfer, was da passiert. Das heißt, wenn es heller ist, mit wie vielen Strichen man noch unterstützt wird. Also hier im Dunkeln wird man, wie man sehen kann, zwischen 3 und 4 Striche unterstützt. Ja? Also das entscheidet quasi die Taschenlampe von selbst. Und gleich unter den Scheinwerfer schauen wir mal, wie viel da noch unterstützt wird. Ich bin wohl nicht der Einzige, der hier nachts noch spazieren geht. Hallo. So. Ja, hier ist schon einiges heller. Das merkt aber noch nicht. So richtig scheint er da nicht zu unterscheiden zwischen heller und dunkler. Also es ist für ihn jetzt um kurz nach 9 alles gleich dunkel anscheinend. Ich stelle jetzt einfach mal auf die höchste Stufe und gut ist. Ja, soll ich mal gucken, ob das Bremslicht funktioniert? Das könnte ja doch funktionieren. Ich fahre jetzt einfach mal hoch. Erkannt. Werde ich gleich zu Hause sehen. Ja, von meiner Seite war es das. Wie gesagt, also die Kamera. Es ist halt im Dunkeln so, dass für die Kameras natürlich schwierig ist, das Ganze so wiederzugeben, wie das menschliche Auge sieht. Also für mich leuchtet das vollkommen den Weg aus. Aber wie gesagt, also wenn ich jetzt schwenke und das Licht gegen Bäume kommt, dann sieht man das besser. Also wenn ich das ein bisschen weiter nach vorne zentriere, dann sieht man den Lichtkegel auch etwas besser. Wenn wir das Ganze nach vorne schwenken, dann habe ich für mein menschliches Auge halt die optimale Ausleuchtung. Die Kamera kann das aber, glaube ich, nicht so wirklich wiedergeben. Naja, auf jeden Fall von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Also cool ist das Teil auf jeden Fall mit der Anzeige, wie viel Energie noch drin ist mit der grünen Anzeige.
und wie sehr wir unterstützt werden von der Helligkeit. Also finde ich schon auf jeden Fall richtig genial. Wobei ich bin jetzt die ganze Zeit an den E-Bike-Akku angeschlossen, somit können wir auch nicht weniger werden hier. Das habe ich jetzt komplett vergessen. Jetzt habe ich schon die Möglichkeit, mal die Display-Beleuchtung zu zeigen. Ich nutze sie nicht. Also so sieht das Ganze im Dunkeln aus, wenn das Display an ist. Ich denke, das ist auch eine sehr schöne Geschichte, weil so viele haben gefragt: Hey Roman, wie kann man das Licht anmachen? Wie kann man das Display anmachen? Jetzt habe ich endlich mal die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, wie das geht, sondern auch zu zeigen, wie das Ganze denn aussieht. So. Schleunigen wir mal ein bisschen. Ja, das war mir nochmal wichtig, das Ganze einfach mal zu zeigen. Weil das finde ich schon an sich recht cool. Ja, wie gesagt, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ich fahre jetzt nach Hause.